Hey Leute und herzlich willkommen hier zurück bei BioShock. Im letzten Part haben wir unseren Anzug bekommen als Big Daddy. Und in diesem werden wir... wie ein Big Daddy riechen bzw. uns anhören. Ich gehe nur... oh, warte mal. Ich gehe nur mal auf sicher. So. Ich muss mal kurz gucken. Hier müssen wir ein bisschen weiter. Hallo, Little Sister, komm ab. Stimmverzerrer. Was? Oh, was? Munitionsentwickler? Trophäe bekommen? Ah, mal, da muss ich noch ein Tonikum. Alarm Expert 2. Habe ich hier schon Arbeit mit Alarm Expert? Nee. Halte mal den Maul, Atlas. Beziehungsweise Fontaine. Und red mal ein bisschen lauter für die Zuschauer. So, ich verstehe ich manchmal nicht. Gut, und jetzt müssen wir nämlich runter. Ah nee, wollte ich da oben, ne? Hier rein. Alter Maul. Dieser Atlas bekommt richtig Schiss. So, was haben wir hier? Big Daddy Pheromone. Safecracker 2. Habe ich da was? Hier. Oh. Ein Glück, dass ich jetzt nicht in deiner Nähe bin. Dieser Gestank. Warum die Kleinen von dem Geruch der Pheromone angezogen werden, ich will nicht verstehe ich beim besten Willen nicht. Da haben wir noch ein Pheromon. 2 von 3. So. Ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen rum. Und dann haben wir das dritte Pheromon. Ja, bitches. Jetzt sind wir ein Big Daddy. Zum Big Daddy geboren. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen, auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es
gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer. Doch hast du, mein Freund. Du musst sie aus jedem Versteck locken, dann werden sie dir die Tür öffnen. Los jetzt, schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Worauf wartest du? Schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Und bitte, es ist mir sehr wichtig, dass du mit den Kleinen behutsam umgehst. Ach, meine kleinen Mädchen. Du solltest auf keinen Fall weitergehen, ohne dir mehr Atem zu verschaffen. Mir scheiß dir an. Da, ich bin schon fit genug. Ja, da ich schon fit genug bin, so. So, Little Sister. Shot zum Versuchsgelände. Immer diese Warnungen. Ich hab's da bisher auch noch geschafft. Trainingsgelände. Wo sind wir denn hier? Wo sind wir denn jetzt? Na, außerdem ist ja egal. Wir werden eh immer wieder gerespawnt und dann kann ich die anderen ja immer wieder töten. Hat im Optionsmenü kann ich wieder schon was ausschalten? Wie soll ich nett machen? So, wir verlassen jetzt den Point Prometheus und sind jetzt, glaube ich, schon bald beim Ende angelangt. Die Kleinen werden dich zu Fontaine führen, aber du musst ihr Beschützer sein. So, ich muss ihr. Alter, Mauro. Wie wollte ich sie nennen? Ich nenne sie Tracy. Halt den Mund, Tracy. Beweg dich! Halt den Maul! Seit wann darfst du mich Mr. Bubbles nennen? Was ist denn jetzt los? Die Buschen. Aber eins verstehe ich nicht. Ich bin jetzt wie ein Big Daddy und eigentlich müssten die mich doch nicht erkennen oder dürften die mich ja eigentlich gar nicht erkennen. Dann beweg dich. Ja, geh um ihn hin. Nicht nur gehen. So, was haben wir hier? Kann ich hier runterschießen? Nee. Schade. Na los, wirklich. Ich bin vorbei. Mal gucken, wo sie uns hinführt. Ich sehe so ein kleines Museum. Okay, also sie hat uns auch eingelegt mit der Familie. Dieses Arschloch, also der hatte gar keine Familie. So, Test Subject 1. Was? Oh, Alter. Meine Sister ist gleich tot. Nein! Du musst die Kleinen beschützen. Sie sind nicht mehr von Adam durchdeckt und sind daher genauso verwundbar wie normale Kinder. Nur
sie beschützen. Halt deinen Mund, die Russen hier beschützen. Wenn eine der Kleinen fällt, kannst du in einem Lüftungsschacht eine andere rufen. Aber jedes verlorene Leben ist eine Sünde. Ich bin so. Who is Atlas? Das Plakat kommt mir ein bisschen bekannt vor von Booker DeWitt. Wisst ihr das noch? Komm, Mr. Bubbles! Ein paar Patronen gehen alle. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ja, dann beweg dich. Ich bin schon hier vorne raus. Meine Fresse, wie lange brauchst du? Komm, gehen wir. Ja, nur beweg dich. Wo willst du hin? Mädel? Ich bin so weit. Ich sehe Eden, Mr. B. Oh. Was macht denn die da? Beweg dich! Da sitzt sie nicht einfach so blöd rum. Alter, im Mund. So. Ich bräuchte hier noch diese Nietenpistole, wie so ein Weg, der die immer hat. Hallo. Bin der Idiot. So heil. Was ist denn jetzt da für ein Idiot? Ich verballer wegen dem Idioten meine ganze Munition. Ja, geh noch langsamer. Dann beweg dich. Zieh an. Mach ein bisschen Ballett. Oh. Gehen wir, Mr. Bubbles. Machen wir doch gerne. Mann, nee. Meine ganze Munition ist weg. Haben wir irgendwie nochmal so einen Automaten und. Munitionsautomaten? Wen? Wen denn? Wo willst du lang? Komm, gehen wir! Wo will sie denn hin? Wo will sie denn hin? Hallo? Ja, halt mal deinen Mund jetzt, Mädel. Oh, nein.
für ein Scheiß hier? Alter. Was macht denn die da? Mit ihren Scheiß Adam. Los! Mach sie alle, die alte Sau! In der Zeit nur am R2 rücken. Eieiei. So. Was ist denn da los? Sag mal, geh. Hör doch mal runter, du blöde Sau. Ja. Was willst du da machen, ja? Okay, ja, gut, mit Pistole schießen wir ja, aber. Willst du eigentlich ohne Pistole kriegen? So, Leute. Und bevor wir weitermachen, sehen wir uns ja noch im nächsten Part. Ist jetzt egal, die stirbt jetzt. Scheiße, egal. Und. Halt den Mund. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Mann, ja, ist gut, Tenenbaum, ich weiß, was los ist. Also bis dahin, Leute, und wir sehen uns im nächsten Part. Adios!